Hallo und herzlich willkommen zu Circle of Kerzoven oder Kerzoven, keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Es ist ein idyllisches Siedlungsbaustrategiespiel gepaart mit einer fesselnden Simulation. So beschreibt es Steam. Jedes Tier und jede Pflanze versucht, ihren Platz in der Natur zu finden. Während du deine Leute in die Zukunft führst, schließe neue Regionen und handle mit lokalen Fraktionen. Ja, so wie ich gelesen habe, versucht jede Pflanze und jedes Tier seinen Platz zu finden. Es geht also darum, mit der Natur zu leben, und man kann durch blöde Aktionen auch ganze Tiergruppen auslöschen. So habe ich es gelesen und recherchiert, und es ist ein Entwickler nach meinen Recherchen und der kommt aus der Schweiz. Und wir spielen das gute Spiel jetzt mal an und lesen hier vor, was hier steht. Alpha-Demo-Version in Entwicklung. Vorrangig geht es darum, verschiedene Spielmechaniken zu implementieren und zu testen, bevor detaillierte Grafiken, Animationen oder Übersetzungen ausgearbeitet werden. Auf diese Weise kann ich neues Feedback schnell integrieren und bleibe offen für völlig neue Ideen. Es gibt noch viel zu tun. So, ja, drücke eine beliebige Taste und ich sage neues Spiel. So, und wir werden natürlich Kerzoven. Ansonsten gleich wie Kerzoven für unsere Veteranen. Nee. Du bist beauftragt, neue Siedlungen in abgelegenen, unbekannten Ecken des Königreichs aufzubauen. Falls du auf einheimische Gruppierungen triffst, soll ein friedlicher Handel etabliert werden. Du brichst mit einer Gruppe freiwilliger Siedler in das fast unberührte Land auf und versprichst ihnen, ihren zukünftigen Generationen, ein gutes Leben. Wer weiß, vielleicht bist du ja dabei, eine der wichtigsten Siedlungen des Reiches zu gründen. Es gibt 4 Karten in der Demo. Eine neue Karte, ideal für eine neue Siedlung, eine Karte mit 2 neutralen Fraktionen, unerforschte Wüstenregionen, unerforschte gemäßigte Regionen. Versuche ein Gemeindezentrum zu bauen, um deine Position in der Region zu festigen. Viel Spaß! Ja, denke ich, werden wir haben. Wir wählen das einfach mal. So, gut, dass du da bist. 1012, Berater des Landherrn. Vermutlich hast du es bereits gehört. Wir wollen die riesige Region Kerzoven erschließen. Ich weiß, das mag einige überraschen, zumal unser Land nur eine kleine Bevölkerung hält und so kaum Steuern anfallen. Und gerade die Region ist beinahe menschenleer. Wir müssen die Situation des ganzen Kaiserreichs betrachten. Im Norden und Süden des Reiches beobachten wir ein rasantes Bevölkerungswachstum. Schon jetzt wird es immer schwieriger für das einfache Volk. Die Höfe werden immer kleiner, zerschnitten durch die Realerbteilung. Okay. Hab ich auch nie gehört. Während die Steuern gleich hoch bleiben oder sogar steigen. Neues Land kann nur begrenzt durch Rodungen oder durch Erschließung weniger optimaler Gebiete gewonnen werden. Selbst im Adel gibt es mehr und mehr nicht erbberechtigte Nachkommen. Ich denke, du erkennst, worauf ich hinaus will. Wir mögen eines der größten Ländereien des Reiches sein. Dennoch sind wir unbedeutend, aber das muss nicht so sein. Ich will, dass du die Region Kerzoven erschließt, sei weise und schau, dass es den Leuten an nichts fehlt. Neue Siedler werden aus den verschiedensten Regionen des Reiches zu dir stoßen und bringen verschiedene Sitten und Ideen mit. Begegne ihnen offen und anständig, damit sie lieber bei dir als anderswo leben. Das ist unser Ziel. Dein erstes Ziel wird es sein, ein Gemeindezentrum zu bauen, um deine Position in der Region zu festigen. Dafür wirst du eine Menge Holz, Stein und andere Materialien benötigen. Achte ebenfalls auf deine Vorräte, denn der Sommer ist schnell vorbei. Ihr Glück wird zählen auf dich. Das hört sich an, so Richtung Banished. Und ich meine gelesen zu haben, es ist Banished-like. Halt in einer sehr coolen Grafik, schaut euch das mal an. Aber zuerst werden wir zugeschmissen mit Infos. Das Naja, okay, wir drücken mal Leertaste. So. Ich unterteile das wahrscheinlich später auch in Kapitel. Einer tief simulierten Welt hat jede Aktion eine Reaktion. Baue deine Siedlung, kümmere dich um deine Leute, Ressourcen, Reduktionsketten und die Interaktion mit der komplexen Umgebung. Wie weit wirst du in die natürlichen Kreise eingreifen? Du entscheidest. So, grundlegende Steuerung. F1, um das Hilfefenster einzuschalten. Ah, okay, sehr schön. BASD, Mausrad, kennen wir alles. F5 zum Speichern, F9 zum Laden. Kennt man auch aus anderen Spielen. Sehr schön, dass man sich da an die Hotkeys gehalten hat, die man schon kennt. Aus anderen Games, finde ich sehr gut.
So, F1. Und das ist das... Oh, da gibt es einige Tabs. Das ist sehr gut. So, die Reise beginnt. Das haben wir schon gelesen. Eine neue Siedlung. Müde von der tagelangen Reise, aber voller Euphorie über das bevorstehende Projekt, erreicht ihre Gruppe einen geeigneten Ort für einen Neuanfang. Die mitgebrachten Waren werden gesichert und die Umgebung erkundet. Unser erstes großes Ziel ist es ein... Okay, das haben wir ja schon teilweise gelesen so. In anderer Form ist das jetzt beschrieben. Diplomatie. Oha. Right of Way, aktiv. Was sind unsere aktiven... Was auch immer... Fähigkeiten? Bekannte Regionen und Fraktionen. Ach so. Ermöglicht es uns, durch ihre Gebiete zu reisen, um weit entfernte Orte zu erreichen. Also mit Talheim sind wir anscheinend gut stehend. Freihandelsabkommen haben wir auch. Und wir dürfen sogar in ihrem Gebiet siedeln. Okay. So, Anfragen haben wir keine. Bauen, Grundlagen und so weiter. Ich denke, das wird uns noch gesagt, oder? Brauchen wir das jetzt alles lesen? Wir gehen es mal kurz durch. Gebäudefenster ist unterteilt. Brücke B, okay. Gebäudekategorien links, Mitte, Gebäude rechts, Details. Die Gebäude sind nach ihrer Komplexität gruppiert. Beginne mit 1. Ah, okay, ja. Das sind die Tier 1, Tier 2, Tier 3 und so weiter. Und das für jede Kategorie. Pflanzen und Felder. Zäune und Mauern, Gemeinschaftsstraßen, Dienstleistung, Produktion und Erwerb von Ressourcen. Okay, sehr schön unterteilt. Wenn ich wieder B wegdrücke und F1, kommen wir wieder hierher. So, R, um die Gebäude zu drehen und Tab, um visuelle Alternativen für dieses Gebäude zu halten. Das ist cool. Und Tipp 1, platziere nicht zu viele Gebäude auf einmal. Deine Dorfbewohner brauchen Ressourcen und Zeit, um sie zu bauen. Ja gut, das klingt sehr logisch. Das Wasser ist cool gemacht, ne? Ist wahrscheinlich nur ein Platzhalter erstmal, aber immerhin, man hat einen schönen Polygonaleffekt, ne? Wenn man das kann. Zeit. Oh, 0 bis 9 können wir so. Wir drücken mal kurz 9. Uiuiui, ja, so gefällt mir das. Anscheinend sehr gut optimiert, dass wir sehr schnell vorspulen können, wenn wir das möchten. Gefällt mir. Es gibt 4 Jahreszeiten, 12 Monate, aber nur 28 Tage im Jahr. Okay. Es gibt 24 Stunden pro Tag und 60 Minuten pro Stunde. Jede Spielminute werden 100 Simulationsschritte berechnet. Okay. Können je nach Klima auf der Karte unterschiedlich sein. Das ist auch cool. Karte M. Oha, da haben wir sehr cool gemacht alles. Fragezeichen sind Orte, an die du Expeditionen schicken kannst. E. Okay. Ist cool. Karteneinfluss. Die Karten sind verbunden mit Faden für Handelswege und Tiere. Außer fließt Wasser. Außerdem, ne? Wird das Fenster überlappt. Außerdem fließt Wasser zwischen den Karten ins Meer. Alle Karten werden parallel berechnet, um jede Karte unterschiedliche Jahreszeiten und Wetterbedingungen haben. So kann es passieren, dass, wenn es auf einer anderen Karte regnet, mehr Wasser von dieser Karte aus den Flüssen hältst. Das ist so, ja. Ist sehr umfangreich. Umwelt. Okay, wir müssen das anscheinend alles durchgehen, ne? Es ist nicht einfach mal, fang mal an. Umwelt. Die Karte kennen wir jetzt schon. Szenario. Ah, hier wird wieder das Szenario, der Text von vorhin. So, drücke N, um die Umgebungsansicht zu öffnen. Oder klicke auf den grünen Baum auf der rechten Seite. Das sind viele grüne Bäume. Effekte. Jemand hat den Boden gedüngt. Obstbau. Ich entdrücke, habe ich hier... Ah, und das kann ich schieben. Sehr schön. Rechts vielleicht? Das ist jetzt die Karte komplett. Ja. Hitze. Natur. Oha. Dreck. Licht. Dreck wird wahrscheinlich Verschmutzung sein, nehme ich mal stark an. Natur, was hier so abgeht. Hitze, wahrscheinlich durch CO2 und so weiter, falls das hier gibt. Mittelalter. Fraktion. Deine Fraktion F. Oha. E. Immigration haben wir auch eventuell. Freie Betten. Hier ist die Auflistung unserer Bewohner. Okay. Für einige Dinge musst du ein Gemeinschaftszentrum errichten, um die Daten einsehen zu können. Drücke J oder die Buchstaben auf der rechten Seite,
um das Journal zu öffnen. Oder die Buchstaben auf der... Seht ihr hier Buchstaben? Ich sehe hier nur die Geschwindigkeit. Okay, hier schalte ich das Menü ein und aus. Markierung. Markiert Menschen, Tiere, Pflanzen und andere selektierbare Dinge. Objekthinweise. Kriege ich da nochmal was extra? Gute Frage. Aktiviert die Möglichkeit, dass die Kamera sich bewegt. Auf jeden Fall, wir drücken... AJ ist das Journal. MEC. Hier steht es nochmal. Aber was hat das jetzt mit dem J auf sich? Weil ich sehe hier rechts keine Buchstaben. Egal, ich bin zu blöd, um die zu finden. Bedürfnisse. Nicht nur die Menschen, sondern auch die Tiere haben Hunger. Durst, ihnen ist kalt oder warm. Sie müssen schlafen, wollen einen Schlafplatz, soziale Kontakte, Nachwuchs, eine Gruppe bilden und gesund bleiben. Menschen und Tiere können spezifische Bedürfnisse haben. Wölfe zum Beispiel wollen ein Rudel mit einer hierarchischen Ordnung bilden. Logisch, während andere eine Herde bilden oder lieber allein bleiben wollen. Progression und Frustration. Das ist schon sehr komplex aufgebaut anscheinend. Wurde eine bestimmte Gruppe von Bedürfnissen erfüllt, wird eine neue Ebene mit fortgeschrittenen Bedürfnissen erreicht. Bedürfnisse auf niedrigerer Ebene sind weniger dominant, werden aber schlimmer, je länger sie unerfüllt bleiben. Ignorieren von Bedürfnissen führt zu Frustration und zum Rückfall in eine niedrigere Stufe. Niedrigere Stufen haben keine strikte Priorität, vielmehr werden sie gegen andere Bedürfnisse auch höhere abgewogen. Okay. Das macht Sinn. Und einen Editor haben wir auch. Straßen platzieren, Ebenen. Gut, erstelle eine neue Karte. Das machen wir jetzt nicht, ne? So, F1 sind wir durch. Jetzt fängt das eigentliche Gameplay an. So, wir sollen bauen. Eine Baustelle, beziehungsweise ein Gemeinschaftszentrum, ne? Hieß es ja. Sammelhütte, Ziehbrunnen... Stufe 2 sind schon Jagdhütten und so weiter. Produktion. Hier geht's ja direkt ab. Gemeindezentrum. Hier unter Gemeinschaftsstraßen und Dienstleitung. Dienstleistung Gemeindezentrum. Wobei ich glaube ich nicht das jetzt ist, was wir direkt bauen sollten, ne? Baustelle. Platziere die gewünschte Konstruktion an einem geeigneten Ort. Es befindet sich unter Logisch. Konstruktion. Baustelle, ein Forstplatz. Findet sich unter Ressourcen. So, also ein Forstplatz. Okay, jetzt haben wir hier ein Raster und bekommen anscheinend gezeigt, welchen Einfluss es hat. Und wir sehen die entsprechenden Bäume, die es umfasst. Da würde ich doch sagen, platzieren wir das direkt hier. Wobei hier ist Stein, ne? Hier habe ich aber noch einen Baum mehr erfasst. Hier das Ganze... Das hier reicht. Ich platziere das einfach mal. So, baue ein oder zwei Forstplätze in der Nähe von Bäumen. Die Pflanzen wachsen automatisch nach. Grüne Markierungen zeigen, was bewirtschaftet werden kann. Okay. Dann würde ich doch glatt noch einen zweiten irgendwo anders bauen. Und zwar hier. So. Okay, und das ist sozusagen die Baustelle. Ich hätte jetzt explizit danach gesucht, was will der mit Baustelle? Naja, okay, Sammelhütte. Ja, die wäre wahrscheinlich auch ganz gut, nämlich die sammelt uns Früchte, Gras, ihren Ställen zu füttern oder Getreidekörner sammeln und das dann scrollen, ja, sammeln und dreschen, okay. Die warten nur darauf, gepflückt zu werden. Das ist auch eine schöne Beschreibung. So, bauen wir das hier in die Nähe von... Na komm, das bauen wir direkt in die Nähe von unserem... Forstplatz, so heißt es. Ich habe jetzt nach dem Namen gesucht. So, eine Sammelhütte sollte erstmal reichen, denke ich mal. Und dann eine Strohhütte. Die finde ich wahrscheinlich unter... Häuser. Häuser sind wo? Produktion, Erwerb von die Sammelhütte. Jurihäuser habe ich jetzt auch noch gar keine gesehen. Gemeinschaft, Straßen und Dienstleistungen. Ah, da ist die Strohhütte. Ist wahrscheinlich nicht komplett angepasst hier, die Beschreibung.
Wie viel soll man denn bauen? Eins, zwei? Ich würde direkt mal bauen, nicht zu viel Gebäude auf einmal, hieß es, ne? So, bauen wir das mal hier. Dann hätte ich ja gesagt, ich hätte auch gerne einen Feldweg. So, ich drücke einmal, ziehe dann mit der Maus und drücke dann nochmal. Ja, okay. Das ist ein Pfad gesetzt. Ich bin mal gespannt. Wir drücken mal, ich mache mal Geschwindigkeitsstufe 6, wie schnell das dann geht. Konstruktion klappen wir weg. Und die Umgebungsdetails lasse ich einfach mal offen. Falls ihr euch wundert, warum da unten Rand ist, keine Ahnung. Vielleicht einfach. Das funktioniert nicht. Komisch. Wahrscheinlich, weil ihr seht das nicht. Oben ist die Leiste nicht ausgeblendet. Ihr kennt doch mittlerweile bei den Spielen randlos. Ja. Hier habe ich kein randlos gefunden oder habe es nicht gesucht. Hier auch noch kein wirkliches Menü. Doch, speichern. Moment, wir speichern mal kurz. Schauen wir uns das an, ob das auch schon geht. Daf, so, Optionen. Grafik. Kantenklettung, FXAA. Ne, sowas haben wir noch nicht, oder? Anzeige. Easing ist an, Sättigung. Ne, ah doch. Ah, okay, mein Fehler. Die Option gibt's also. So, jetzt wisst ihr auch, wie ihr sie einschalten könnt. Jetzt habt ihr auch unten den schwarzen Balken weg. Okay, und dann schauen wir mal, was geht denn hier ab? Wareneingang. Sammlerhütte, Arbeitnehmer 2 von 3. Keine Verbesserungen und gelagerte Güter. Rohes Holz hat er gesammelt. Und er hat natürlich Äste und rohes Holz hat er erwirtschaftet, indem er Bäume hackt, sozusagen. So, ausstehende Güter, Gras. Gelieferte Güter 45, 20. Also der braucht noch 55 Gras, damit das fertiggestellt werden kann, nehme ich mal an. Noch mal 9 diesmal. Ja, okay. Das ist cool beschrieben. Wareneingang, der ist auch schon fertiggestellt. So. Und jetzt die Versorgung sichern. Okay, jetzt geht es direkt weiter mit primitive Steinmetzerei und so weiter. Und wir haben eine Nachricht. Du hattest einen Traum. Einen seltsamen Traum. Erinnerst dich an einen Waldgeist gesehen zu haben. Sie schien freundlich zu sein und sah ruhig in deine Richtung. Mit der Zeit versammelten sich mehr und mehr Tiere um das Wesen. Einige legten sich hin und schliefen ein. Andere schauten neugierig in deine Richtung. Dann bist du durch den Lärm des Morgens aufgewacht. Okay, das ist wohl mit der Natur. Und die hofft, dass wir mit der Natur leben. Nehme ich jetzt einfach mal an. Ich würde das Ganze mal einfach über mich schieben oder. Schieben es mal hier unten links hin, da stört es mich irgendwie weniger. So, primitive Steinmetzgerei. Steinmetzgerei, genau. da ist er auch schon. Muss man nur gucken. Wo hat der was zum. Ah, hier sind ein paar Objekte. Man sieht, die löschen dann auf. War sonst noch einen guten Spot irgendwo? Und ich möchte gerne mal diese schöne Musik erwähnen. Musik macht in Spielen so viel aus. Jetzt mal erstaunlich. So, hier oben wäre wahrscheinlich mehr. Hier zum Beispiel. Aber das ist ein weiter Weg, ne? Ich möchte die Wege eigentlich so gering wie möglich halten. Wegen Effizienz. Stelle ich dann einfach mal hier hin. Stelle auf 5. Und dann hätte ich gerne wieder einen. Wie war das, ne? Feldweg. So, okay. Auch gesetzt dann eine Handdrehmühle. Und Siebrunnen, der ist bestimmt auch wichtig. Jagdhütte, einfache Stall, Schmelzofen. Das jetzt hier erwartet bei Produktion Handdrehmühlen. Ah, da ist er auch. Okay. Es ist ziemlich viel Arbeit, das Korn von Hand zu mahlen, aber nach einigen Durchgängen kann das Mehl abgepackt werden. Da würde ich dann wahrscheinlich in die Nähe von hier setzen. Dann hier wird das Gras geerntet und kann hier direkt verarbeitet werden. Jetzt mein Gedankengang. Einfacher Backofen. Auch direkt in die Nähe.
leicht auf die andere Seite. Und eine Feuerstelle. Das ist eine, ja, okay, Dienstleistung. An ein Ort, an dem eure Leute essen, trinken, Geschichten erzählen und eine gute Zeit miteinander verbringen. Boah, dann halt auch entsprechend größer. Das würde ich doch glatt... So weit wie möglich nichts kaputt machen, würde ich vielleicht hier entsprechend hinsetzen. Später hätten wir hier noch einen Feldweg, würde ich sagen. So, okay. Kann ich in die Richtung erweitern? So, und wir müssen natürlich gucken, ne? Das ist logisch, umso mehr wir hier bauen, umso mehr, ja, Natur reißen wir ab. Da. Verdrängen halt Gras, Büsche etc. pp. Ne? Das sind ja alles Tiere. Wer hätte es gedacht, um Pflanzen? Ich bin gespannt. So, einfacher Backofen. Feuerstelle ist fertig und das ist der einfache Backofen. So, Mehl von der Handdrehmühle. Die können auch wieder Äste und so weiter was lagern. Als Feuerholz nehme ich an. Okay, und die Menüs gefallen mir sehr gut. Die sind sehr gut geordnet. Wird sich bestimmt auch noch was tun, aber die sind bisher sehr logisch aufgebaut. Man weiß direkt, was gemeint ist und welche Infos man daraus ziehen kann. Welche Infos da mal. Was in Deutsch? So, du hattest. Warum, das haben wir ja alles. Populationsdaten. So, da hat die Aufnahme wohl kurz gestoppt, denn der Speicherplatz war alle. So, aber wir haben nicht viel verpasst. Wir haben über die Populationsdaten geredet. Und zwar hier sieht man schön, wie sich die Population alles entwickelt, der verschiedenen Tiergruppen. Und wir werden sehen, inwieweit wir das alles beeinflussen. So wie ich das jetzt hier sehe, Rothirsch und so weiter, geht stark nach oben. Da wird wahrscheinlich auch der Wolf dann irgendwann nachholen. Da wird sich das alles einpendeln und dann schauen wir mal, inwieweit wir hier Impact haben. Und wir werden natürlich vermeiden, dass wir hier eine ganze Tiergruppe irgendwie auslöschen. Forelle und so weiter werden wir wahrscheinlich drauf zurückgreifen müssen. Oder wir gehen versuchen, komplett auf Getreide oder sowas zu gehen. Ne? Das wäre freundlich. Hier freundlich. Schauen wir mal, wie sich das im Spiel verhält. So, unser Gemeindezentrum. Wir brauchen einen rudimentärer Schneidertisch. So, wo wird der wohl sein? Produktion. Rudimentärer Schneidertisch. Baut eine einfache Werkbank für Schneiderarbeiten. Es mag unangenehm sein, Lumpen oder einfache Kleidung herzustellen, während einem der Regen ins Gesicht schlägt. Aber hey, man muss hier irgendwo anfangen. Und nicht allzu wählerisch und verwenden alles, was... An Wolle, Lein oder Leder verfügbar. Ja, das ist ein sehr schöner Ansatz. Rudimentärer Schneidertisch. Wo könnte der platziert werden? Eigentlich egal, ne? Der nimmt sich wahrscheinlich... Kann der mittels Gras oder Wolle, Lein, Leder? Naja, okay. Platzieren das jetzt einfach mal hier. Und dann kommt schon das Gemeindezentrum. So, das haben wir schon entdeckt hier. Hauptgebäude ihrer Fraktion in diesem Gebiet. Ein Ort, um über zu sprechen, über zukünftige Entwicklung zu entscheiden, komplexe Projekte zu planen und relevante Daten zu sammeln. Datenschutz. So, ich hätte gesagt, das kommt hier hin. Hier mache ich im Moment am wenigsten kaputt. Und das für Zeichen auf dem Boden. Das sieht cool aus, ne? Sehr cool gemacht, Junge. So, Gemeindezentrum. Zack. Das stellen wir hier hin. Dann hätte ich natürlich gerne wieder einen Feldweg. Hier über einen Fluss kann ich schon... Oh, cool. Eine Holzbrücke automatisch gebaut. Das sieht cool aus. So, hier rüber. Okay. So, die Karte ist schon mächtig, ne? Das gefällt mir schon sehr gut. Hat auf jeden Fall was. Oha. Zinnerz, okay. Vorbereitete Mine. Die wir natürlich dann benutzen möchten. Ich hoffe, die Demos sind nicht allzu schnell weg, ne? Weil, oh, ich
will das spielen. So. Geht's hier weiter, Gemeindezentrum. Ich lasse das mal auf 9 laufen. Es könnte schon wieder angespielt werden, dass ich stundenlang spiele. Das ist immer das Problem bei angespielt, ne? Wann macht man Cut? Schwierig. Aber was brauchen wir hier denn noch alles? Wir brauchen grobe Lumpen und gehauener Stein. Grobe Lumpen bekommen wir auch. Und wo kommen die her? Von der Sammlerhütte? Vom rudimentären Schneidertisch meine ich. Ja. Aus Gras erstellt der grobe Lumpen anscheinend. Nehme ich mal an. Sieht halt nicht. Gestrige Produktion. Ein grober Lumpen, 4 grobe. Oh, irgendwas. Irgendwas im Auge. Scheint aus Gras das alles herzustellen. Ansonsten, welche Gebäude hätten wir denn noch? Rinde, Wurzel und Sprossen. Getreide, logischerweise. Ja, ansonsten hat er ja nichts zum Herstellen, ne? Also, wird eine Weile dauern. Kann man dann in der... Oh, jetzt kommt der Winter. Ich hoffe, ich habe genug. Ich habe nämlich noch keine Übersicht gesehen über... Was haben wir denn überhaupt alles? Oder habe ich das verpasst? Eins. Ist hier irgendwo... Ist da so eine Art Rohstoffliste? Suche ich gerade. Aber wir haben auch eine weitere Nachricht. Der erste Schneefall. Menschen überprüfen die Vorräte an Lebensmitteln und verfügbaren Materialien. Haben wir an alles gedacht? Wir werden sehen. Oh nee. Simon 15 erfror. Simon arbeitete bei Feuerstelle. Oh, das ist natürlich mies. Wenn der schon an der Feuerstelle an Erfrierung... Ja, wir haben nicht genug Häuser, ne? Es hieß ja, wir sollen nur eine Strohhütte bauen. Das ist wahrscheinlich zu wenig, denn wir lebten da alles. Kapazität 2 von 2. Ah, das ist mies. Hätte ich aber selbst drüber nachdenken müssen, ob das so klug ist. Aber das wird jetzt wohl ein Lernprozess sein. So, kann ich die priorisieren? Während das Ziel? Folgt dem Ziel. Einstellen. Select. Ja, dann baut das mal bitte schnell. So. 2, 4, 6. Wie viel haben wir denn insgesamt? Das war bei Journal, ja. Ne? Also ich suche gerade die Symbole, wo ich gerade ein bisschen überfordert, wo ich was finde. Ich habe die Menüs ein oder aus. So. Hier, A, F, Fraktionsdaten, sowas. F. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bevölkerung. Insgesamt. So. Drei Häuser würden reichen, aber die sollten halt jetzt schnell gebaut werden, sonst haben wir das nächste Desaster. Hier vielleicht nochmal direkt eine Hütte. Ausstehende Güter, 100 Gras, oh weh, oh weh, oh weh. Ich möchte nicht dreckig sein. Ja gut, wer will schon dreckig sein, ne? Aufgabenliste, Blätter sammeln, ist voll. Nee, Aktivität, keine. Pilze, Äste und Felle, Bäume. Aber Blätter nicht? Doch, Blätter kannst du. Dauert wahrscheinlich länger, ne? Er sammelt Gras, die Sammelhütte, und er Blätter. Aber es ist alles voll anscheinend. Wie bekomme ich die? Wir haben halt kein Lager, ne? Das muss jetzt alles mühsam nur mal rübergeschippert werden. Also die Lager der eigenen Gebäude sind voll. Und der Winter ist rum und jetzt haben wir endlich Gebäude. Das hätte direkt so sein müssen. Ja, aber nur so lernt man. Vielleicht, komm, ich baue noch eine Strohhütte und so weiter. So, und vielleicht ein kleiner Feldweg. Okay. So, so ist das schön. Gemeindezentrum dauert jetzt noch ein bisschen. Wobei, wenn man die ganze Zeit diese riesigen Fenster auf hat, ne, das blockiert halt schon ein bisschen was von der Ansicht. Umgebungsdaten sehe da nicht viel, weil die hinter meinem Gesicht verschwinden. Ich ziehe die mal hierher. So, Hitze. Tour. Dreck. Wo entsteht die... Hä? Wir machen hier Dreck.
Moment mal. Die Hirsche machen Dreck. Ja, das ist aber nicht, das ist nicht nett von euch. Ihr Dreck bitte, was soll das bedeuten? Und Level 3 schläft. Okay, keine Ahnung, was das... Ich dachte, das wäre dann Umweltverschmutzung oder sowas. Scheint was anderes zu sein. Ich weiß im Moment noch nicht, was hier ist, der Hotspot. Aber unter uns hier. Ich sehe da nichts. Werden wir aber noch erfahren. So, ich stelle mal wieder auf 9. Unsere Siedlung ist hier. Im Moment sieht noch alles grün aus. Bin gespannt, wie lange sich das hält. So, ein Lager. Ah, hier haben wir eine Lagerübersicht. Sehr schön. Und einen Stundenplan. Habe ich gesucht. Ist halt im Moment sehr viel Info in sehr kurzer Zeit, ne? Aber im Prinzip ist es, funktioniert es wie jedes andere Spiel. Hier. So, kurz Stopp machen. Der Frühling ist da. Es war nicht immer einfach und manche Dinge vermisst man aus den entwickelten Regionen schmerzlich. Vor allem im Winter. Der lang ersehnte Frühling erreicht uns und beflügelt den Elan. Ja, wer kennt ihn nicht? Der Herr Elan, der hat alle beflügelt. Wir können jetzt unsere Expedition in andere Gebiete schicken und diplomatische Beziehungen mit anderen Gruppen aufnehmen. Dann können wir mit anderen Territorien über den Marktplatz Waren handeln. Also, das Gemeindezentrum ist fertiggestellt. So, die Alpha-Demo, das war's. Was? Es gibt noch eine Menge zu tun, richtig? Ja, es wird sicherlich noch eine weitere Closed Alpha vor Early Access geben, mit einer Menge neuer Inhalte und Verbesserungen. Und das ist noch lange nicht das Ende. Ich hoffe, euch hat die Alpha-Demo gefallen. Ich freue mich über Feedback zum Spiel. Am besten ist es, unserem Discord beizutreten und dem Projekt auf Steam zu folgen, um Updates zu erhalten. Danke fürs Spielen. Herz. Ja, vielen Dank für deine Demo. Nichtsdestotrotz, wir spielen noch ein klein wenig weiter. Wir können doch hier schon einiges noch bauen, oder? Oder sind wir da eingeschränkt, weil... Ne, hier steht ja nicht verfügbar in der Demo, alles andere ist baubar. Also können wir hier noch einiges tun. Und hier Marktplatz. Finde Handelspartner durch Erkunden und Diplomatie. Also im Prinzip ist die Demo zu Ende, wir können trotzdem noch einige Sachen bauen. Das tun wir dann auch. Aber was hätten wir denn zum Beispiel? Sägeplatz. Rohes Holz wird durch Schacken und Sägen zu Bretter. Das lassen wir erst... Obwohl, Feuerholz. Oh. Feuerholz ist doch das, was wir brauchen, oder? Damit die Leute wieder nicht wieder erfrieren. Und hier sehen wir, was verloren gehen würde, wenn wir das jetzt hier bauen, ne? Das ist halt das Miese daran. Hier auch. Also mit jedem Setzen von einem Gebäude entscheiden wir uns, irgendwas kaputt zu machen. Da bekommt man mal so ein bisschen Gespür, was man denn anrichtet. Feldweg. So, hier hin. Lassen wieder schnell laufen und stellen dann hoffentlich Feuerholz her. Und ich mache wieder mit F das Fraktionsmenü auf. Diese Kleidung würde mir bei meinen täglichen Arbeiten helfen. Ein gemütliches Zuhause ist nicht zu viel verlangt. Dann müsstet ihr jetzt alles haben, oder? Wobei sie wahrscheinlich es nicht so gemütlich findet. 5 von 2. Ihr Lebensalle, ja. Keine Verbesserung bisher. Kann ich denn schon Verbesserungen? Verbesserung verfügbar. Rohes Holz. Oh. Bonus für Schlaf. Sehr schön. 40 Gras, extra Komfort. Und Haustierplätze. Okay, Verbesserung blockiert. Schade. Das können wir ja dann aber in den anderen Gebäuden auch machen, ne? Oder ist das für alle? Der ist immer nur für ein Gebäude. Mich jetzt auch gewundert. So, auf jeden Fall haben wir diese Verbesserung schon mal gekauft. Und dann schauen wir mal, was wir hier noch bauen können. Also, den Sägeplatz haben wir jetzt platziert. Dann hätte ich noch gerne einen Angelplatz. Versucht direkt neben diesem Platz Fische zu fangen. Ah, ich weiß aber nicht, ob ich das machen will. Wir versuchen mal darauf zu verzichten und trotzdem zurechtzukommen. Mit Pilzen und so weiter. Wir sind jetzt Frutarier. So. Wurzeln isst man heute auch nicht mehr, ne? Ich
nicht mal gang und gäbe. Sprossen, Wurzeln, Rinde. So, Jagdhütte, einfacher Stall. Baut einen einfachen Stall für Tiere, Unterschlupf, Futter und Wasser für die Tiere. Schmelzofen. Dazu brauchen wir Minen. So, und der Bauernhof? Ja, das gefällt mir schon viel besser. In der Natur gibt es so viele Waren, die nur darauf waren, gepflückt zu werden. Wir können Früchte pflücken, Gras sammeln und Tiere in Ställen füttern oder Getreidekörner sammeln und dreschen. Wir können uns um die Gärten kümmern und den Pflanzen helfen, besser zu wachsen. Also, er braucht halt sehr viel Platz, so ein Bauernhof, ne? Wie man schon sieht. So, würde ich doch einfach mal hier setzen und gucken, was wir mit dem erreichen können. Ihr seht schon, wie schnell das abläuft, ne? Das ist schon krass. Andere Spiele machen ja schon bei vierfach die Grätsche. Ich bin gespannt, wie das hier aussieht, wenn man mal 100 Bewohner hat und dann auf die maximale Geschwindigkeit geht. Würde mich mal interessieren. So, und hier brauchen wir Bretter. Und die können wir noch nicht. Lieferte 11 Bretter. Haben wir schon was gebaut, was Bretter herstellt? Moment. Das ist nur Kleidung. Wareneingang, Bretter, Säge. Achso, doch, haben wir schon gebaut, ja. Okay, stimmt. Wieder vergessen. So, hier können wir Bauzeit 0. Gute Quelle für Holz und Stöcke. Was, ich kann mir einfach alles hier bauen? Okay. Obstbaum. Na, dann. Das nichts kostet, dann baue ich das natürlich an. Kakteen auch. Weizenfelder? Ah, das möchte ich haben. Gartenbeet. Schafft ein neues Gartenbeet. Soll ich das in der Nähe vom Sammler bauen oder vom Bauernhof am besten, oder? Und wir machen einfach mal. Kann das auch so begehen werden? So, dafür habe ich jetzt ein paar andere Pflanzen verdrängt, aber. Wir hier auch noch, komm. Und schauen wir mal, was das wird. Ja, unser Lager sieht gut aus. Feuerholz haben wir auch. So, Rohholz fehlt uns halt ein bisschen was, ne? Ist ein bisschen wenig. So, dürfte aber keiner sterben. Wir haben gut vorgesorgt. Jagdhütte, einfache Stall, Schmelzhof. Ziehbrunnen. Reicht nicht sehr tief. Brauchen wir den Ziehbrunnen? Bin ich mir jetzt nicht so sicher. So, wir hätten jetzt einen Bauernhof. Was können wir hier noch machen? Offene Molkerei, eine Schmiede. Oh, Moment, auch nicht. Oh, und Kohlenmeiler. Zum Aufschichten von Essen und Abdecken von Blättern. Torf kann Holzkohle gewonnen werden. Wasser wird benötigt, um eine dichte äußere Schicht zu gewährleisten und die Holzkohle am Ende zu kühlen, um einen kontrollierten Prozess zu erreichen. Ah, so ein Meiler, ne? Ihr seht schon, das ist schon ein bisschen was. So, komm, wir machen mal einen. Würde mich mal interessieren. Straßen, ich suche immer. Da hätte ich gerne ein einfacheres Menü, dass ich den Feldweg unten immer in der Leiste habe, ne? Wie man es aus anderen Spielen kennt. Das ist Jammern auf hohem Niveau, wie man so schön sagt. Wir könnten schon eine kleine Hütte bauen. Oder gucken mal. Oh, es hängt. Hallo? Ja, ich glaube, das Spiel ist abgesperrt, ja. Okay, naja, das war... das schneiden wir raus. Nee, alles gut. Also mir hat es jetzt sehr gut gefallen bisher. Was ich gesehen habe, gefällt mir sehr, sehr gut. Ein sehr schönes Spiel, schön aufgebaut. Der Stil gefällt mir. Wahrscheinlich wird man da grafisch noch ein bisschen was aufbauen, wie man es geschrieben hat, und einiges wird dazukommen. Und ich hoffe, dass wir bald eine neue Demo sehen oder die Demo länger bleibt, dass man sie öfter spielen kann. Ich bin mal gespannt, vielleicht schaue ich auch noch heute oder die Tage ein, zwei Mal rein und mal schauen. Schreibt mir ja mal gerne in die Kommentare, ob ihr ein bisschen mehr Gameplay sehen wollt von diesem Spiel, wenn es dann noch spielbar ist. So, ich danke fürs Zuschauen und wünsche einen schönen Tag. Tschüss.